Sieh dir aber mehr an. Ja Mehr gut. muss ich nicht sagen. Dann fliehen wir halt in die Zukunft. Naja, Das macht's also. schlimmer statt besser. Dann haben wir ja einen grausamen, aber vielleicht umsetzbaren Plan. Ich befürchte nämlich, auch wenn ich euren Gott natürlich schätze und wenn er uns ein Schiff senden sollte, bin ich dafür natürlich unendlich dankbar. Glaube ich nicht, dass der Rest unserer Kräfte diese Schlacht gewinnt. Es gibt vielleicht noch eine dritte Möglichkeit. Er hält mich. Nun, es ist eher ein Ammenmärchen, von dem ich einmal gehört habe. Serpentilio, ihr kommt doch aus Mengbilla, nicht wahr? Nein, ich bin in Mengbela geboren, das ist etwas anderes. Ja, dann kennt ihr doch sicherlich die Sage von den Mörderwerkzeugen, die man auch als Ohrringe trägt. Kenne ich nicht, nein, wie bereits gesagt, ich komme nicht aus Mengbela. Oh, nun, es war einmal ein sehr begabter Mengbilaner-Meuchler, der hatte einen Auftrag. Und er war erfreulicherweise auch ein Magier. Allerdings war die Schwierigkeit, sein Werkzeug mit auf eine sehr exquisite Feier zu bringen. Er hatte also die Idee, sein Werkzeug, es war ein Mengbilaner und verschiedene andere Pfeile und derlei Dinge mehr, verkleinern und diese an einer Kette zu tragen, beziehungsweise als Ohrringe. Nun, das ist natürlich in unserer Situation nicht hilfreich, wohl scheint es aber die Möglichkeit zu geben, Dinge zu verkleinern, nicht wahr? Prinzipiell. Nun, in diesem Kontext könnte man nicht ein ganzes Schiff verkleinern, selbstverständlich nicht, aber wir müssen ja nur an Land kommen. Naja, ihr müsst daran denken, dass ihr an Land kommen müsst, während vermutlich die größte Seeschlacht Aventuriens stattfindet. Die Harpyien werden um euch herum kreisen. Leder schwingen, nicht Harpyien. Ja, wie auch immer die Mistviecher heißen. Es würde unsere Überlebenschancen dennoch deutlich. Was wollt ihr denn verkleinern? Und alle? Was Nein. mit dem Splitter? Den könnt ihr nicht Und verkleinern. nein, im Vorfeld ein Boot verkleinern, ein kleines, ein Beiboot. Dies müsste sich theoretisch irgendwo auf der Plagenbringer platzieren lassen. Es ist möglicherweise ein weiterer Fluchtweg. Die wollten einem Beiboot entkommen mitten einer tobenden Schlacht. In der Tat. Das halte ich für einen dummen, dummen Weg. Naja, ihr müsst auch bedenken, wenn wir den Splitter bei uns haben. Und ich gehe mal davon aus, niemand wird seine Seele an die Ersäuferin verkaufen. Wird sie ihn wiederhaben wollen. Und wenn Und sie das uns mit dort Sicherheit. sieht, auf in einem kleinen Beiboot in der Mitte von Hunderter ihrer Dämonen. Hey, derer Dämonen, derer wir gebieten können, wenn wir so tollkühn wären. Ja, richtig. Ich nehme aber an, niemand will den Splitter verwenden. Dann ist das ein Alvarans-Kommando. Wie die ganze Situation generell, das ist uns allen bewusst, aber dieses Beiboot würde gegebenenfalls unsere Chancen um ein Müh verbessern. Und ich liebe auch eine kleine Dämonenarche sitzen. Vieles hängt davon ab, wer von uns zu diesem Zeitpunkt noch am Leben und handlungsfähig sein wird. Solange ihr nicht exzellente Kontakte nach Metumis habt, sehe ich nicht, wie sich etwas solches in der uns gegebenen Zeit noch umsetzen lässt. Sag mal, sind fliegende Teppiche eigentlich ein Ding von Geschichten oder sind die echt und Oh nein, kann ich die gern gibt dran es schaffen? tatsächlich. Durchaus nicht. Turmek besitzt einen. Die Anzahl an Gutgläubigen, die von einem angeblichen fliegenden Teppich erwürgt wurden, weil jemand in einen Dämon hineingebunden hat, dürfte dieser Tage der tatsächlich existierenden dieser Artefakte übersteigen. Oh, der junge Mann, der mir den Ring angefertigt hat an der Drachenei-Akademie. Wie hieß er noch gleich? Okarim. Der hat da auch einen. Selbst die tatsächlich existenten Exemplare sind oft mit Vorsicht zu genießen, da viele Luftschiffe es tatsächlich gar nicht schätzen, aufgerollt und verstaut zu werden. Naja, aber wenn man gut mit Djinn umgehen kann, ist das nicht so ein Problem. Ich weiß, Oh, euch mögen sie nicht, aber. selbstverständlich, aber nichtsdestotrotz. Nun, wir Naja. haben sowieso keinen. Ja, richtig. Und wenn ich nicht Unrecht habe, werden die Djinne sich doch bei so vielen Dämonen auch nicht vernünftig benehmen, oder nicht? Dazu dient die Bindung. Na, okay. Richtig.
Das ist tatsächlich so. Aber selbst wenn wir das wissen, um die entsprechenden Zauberzeichen hätten und die entsprechenden Werkzeuge und das Handwerkzeug, um die Muster entsprechend zu knüpfen und zu weben, hätten wir nicht mal die Zeit, etwas solches anzufangen. Die Herstellung eines fliegenden Teppichs dauert ein halbes Leben. Warum denn herstellen, wenn es sowas schon gibt? Boltox meinte doch gerade, er kennt jemanden, der so einen solchen hat. Ja, nur ob er ihn uns geben wird, das ist halt die andere Frage. Naja, für die Rettung der Welt hoffe ich mal, dass, wenn es Freunde von dir sind, Boltax, wenn die wohl ein bisschen ähnlich eingestellt sein. Ich hätte lieber einen Teppich mit einem Pentagramm drin. Nun, also, ich kann ja mal an meine ganzen Freunde fragen. Rafim? Ja? Hat der Patriarch so einen? Ja, hat er, aber das weiß er nicht. Ich würde es vermutlich sogar wissen, oder? Ist das so? Seine Schatzkammer doch mit sich halt bewacht. Also wenn es jemand weiß, ja, also dann vermutlich ich. Ich weiß, der hat eine ganze Menge abgedrehten Kram. Vor allem auch, weil myranisches Blut in seiner Linie ist. Aber hat der also einen Teppich? Also in Rahmen, hat er, ja. In Rahmenblut wird, glaube ich, einer erwähnt in der Schatzkammer. Genau. Okay, und der weiß das aber selber nicht? Naja, weißt du, was in deiner Schatzkammer liegt? Also er benutzt ihn nicht, ja? Ziemlich genau, ja, die ist nicht so groß. Ja, und jetzt stell dir vor, du wärst Patriarch von Al-Anfa. Also ich vermute ein Bruchstück von Gloss. Also ich vermute, dass aber zumindest, ich meine, die Basaltforce wird wissen, was da drin ist, weil die mit Sicherheit das ja auch kontrolliert, ob die nicht irgendein Fexgeweihter sich da reingeschlichen hat. Naja, dann liegt da irgendein Teppich rum. Sagen und Legenden plus 18. Ja, richtig, das ist, nein, plus 15. Das war mal ein fliegender Teppich, aber irgendein Fexgeweihter hat den gestohlen und durch einen normalen ersetzt. Nee, da liegt einfach zu viel Gold drauf, dass der nicht fliegen kann. Wow, gute Probe. Ich habe irgendwo dieses Dokument, mit dem man... Schaff ich doch im Leben. Ja. Kannst du mit einem Schicksalspunkt die 11? Teppich auswürfeln können. Nee. Ja, aber guck mal, selbst das wird nicht reichen. Doch, Schicksalspunkt die 11. Auf was? Auf die 0? Nee, wenn du... Nein, das reicht nicht. Naja, gut, alles klar. Aber jetzt möchte ich einen Teppich auswürfeln. Komm, wir machen das. Naja, ob der Patriarch einen Teppich hat oder nicht, kann ich euch nicht beantworten. Ich würde es vermuten, da er so ziemlich alles andere besitzt, was es wert ist, besitzt zu werden. Komm, wir machen das. Würfel mal W20. Für das Verhalten jetzt, oder was? Nein, ob er wieder trägt. Verhalten kommt noch. 7. Ja. 7. Er trägt eine Person. Würfel einen W6. Kannst du noch sagen, aus welcher WDA oder was ist das jetzt? Na, es ist irgend so ein PDF, das ich hier rumfliegen habe. Genau, das haben wir schon länger gemacht. Er bewegt sich so schnell wie ein gehender Mensch. Wow. Nochmal 2W6, gut. Bitte. Warte, nochmal 2W6. 9. Er nimmt weder Zwerge noch Erzelementaristen mit. Und Boltax ist raus. Okay, nochmal 1W6, wir haben es gleich. Die 5. Er duldet ebenso keine Schuhe auf sich, nicht mal im Handgepäck verstaut. Und als letztes 1W20. Nicht mal im Handgepäck. Hey, das hatte mein Teppich auch. Also Sordens Teppich. Jetzt am besten noch Angst vor Wasserflächen. 11. Der Teppich ist sehr anhänglich. Er weicht seinem Besitzer nie von der Seite. Recht lästig beim Anschleichen in der Kneipe und beim Tanzen. Also kann ich mir vorstellen, wie der Patriarch barfuß den ganzen Tag durch seinen Palast fliegt, weil sein Teppich nicht aber mit, von ihm aber mit Schrittgeschwindigkeit. Naja, er sitzt ja mit sehr neutralem Blick auf seinem Thron und guckt nach draußen. Der Teppich liegt einfach vor ihm. Vielleicht schwebt er auch so ungefähr einen Meter über dem Boden ganz neutral und schaut auf seine Stadt. Hauptsache neutral. Kein Meter, eher so 10 Zentimeter. Die Leute merken gar nicht, dass er auf einem fliegenden Teppich sitzt. Er hat so eine riesige ausladende Robe, die da rum bis zum Boden geht. Und es sieht einfach nur aus, als wäre er einen Schritt höher als ein Beides. Das ist ja gar nicht so neutral. Vielleicht kommt er einfach immer nur zu spät. Doch, das ist ja das Schöne, der ist halt immer da, aber er hat nie eine Meinung, das ist ja das Ding. Ja, vermutlich, da passiert irgendwas, da ruft ihn einer, Patriarch, ihr müsst kommen, und er sitzt auf seinem Teppich, ja, es dauert einen Moment, ach, ist schon vorbei, ja, sehe ich so. Der Mann, der kommt zu spät, der ist nicht neutral, der kommt zu spät. Aber gut, fliegenden Teppich werden wir nicht besorgen, zumindest keinen, der vernünftig hilft.
Also und eine Person kann jetzt den Schrittgeschwindigkeit von der Planung bringen. Ich nicht. Ihn, aber nicht Voltax. Ja, dafür habe ich ein Luftelementar, der mich zur Not wegträgt. Der Splitter muss schnell runter. Na gut, okay, das nicht. Der Splitter darf nicht nach unten. Unten ist Charybdorot. Ja, so steht ihr vor einem fast unlösbaren Rätsel. Immer und immer wieder trefft ihr euch, versucht euch ja sowohl mit euren eigenen Leuten an Bord als auch mit den anderen Magistern, den Geweihten zu treffen, den Kapitän, um zu beratschlagen, und die Zeit verfliegt. Ihr könnt den weiteren Baustellen zugesehen, seht, wie das Holz von Miamat abgearbeitet wird und daraus entweder Schiffe oder Stege gebaut werden. Ein großer Ogerlöffel, der in Planung ist, und Rafim, der das ein oder andere Mal nach Port Zornbrecht übersetzt, um dort seine Fallen zu bauen, zu entwickeln, einzusetzen. Mittlerweile ist der Ingrim vergangen und wir schreiben Raya. Habt ihr im Raya irgendetwas Besonderes vor? Meine erste Frage geht vor allem an Zulaminen. Immerhin ist das dein Monat. Ja, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, für sowas wie Kamal-Questen oder so ist jetzt nicht mehr die Zeit. Aber Zulamin wird trotzdem viel Zeit mit Beten verbringen und auch versuchen, in all dem Trubel ein paar Momente des Friedens und des Glücks zu finden. Und ja, wer sie so beobachtet, stellt fest, dass viele Dinge, die ihr vielleicht mal wichtig waren, so langsam in den Hintergrund treten. Also regeltechnisch hat Zulamin sehr viele ihrer schlechten Charaktereigenschaften abgebaut. Und das ist quasi ihre innere Einkehr vor der letzten Schlacht. Ja. Und regeltechnisch möchte ich eigentlich nur noch gerne meine Rüstungs- und Waffenweihen erneuern. Okay, das kannst du gerne machen und würfeln. Du hast nicht mehr so wirklich viel Lust. Immerhin kann das letzte Mal sein und die Apokalypse steht bevor. Nicht nur irgendeine Schlacht, die wichtig ist, sondern tatsächlich das Ende der Welt. Du machst nicht mehr so viel, aber das, was du tust, ist umso intensiver und umso, es erfüllt dich dann eben mit Zufriedenheit. Also auch die einfachsten Dinge wie deine Kleidung glatt streifen, noch einmal ein letztes Mal einparfümieren oder so etwas, um dann da reinzuschlüpfen. Das ging dir immer als Automatismus von der Hand, aber dass du jetzt auch deine Haare dann flechtest oder dir generell dein Körper wäscht, all das, was du tust, tust du viel intensiver, weil es das letzte Mal sein könnte. Und all diese Automatismen sind weg. Zulamin möchte noch einmal nach Selem, aber relativ kurz vor der Schlacht, und deswegen frage ich mal in die Runde, haben noch andere Leute Dinge in Selem zu erledigen? Klar. Naja, ich wollte ja mit Rafim dahin springen, nachdem wir die Stadt angezündet haben. Selem war ja dann der Punkt, wo wir aufschlagen wollen. Ich weiß nicht, ob das nicht schon zu spät ist. Was ist mit dem Rechercheauftrag, den du in Selem hinterlassen hast? Ist der ist nicht mehr wichtig, oder? Nee. Und was wollte Abel mir noch? Nur auf jeden Fall vielleicht ein, zwei Eis-Djinne beschwören und die in Ringe binden. Aber wann kannst du Djinne beschwören? Schon immer. Ja. Ich bin nicht gut drin, aber ich konnte schon mal. Ich wollte es sagen. Aber wenn du nicht gut drin bist, dann gib mir vielleicht lieber deine ASP und ich beschwöre dir ein, zwei Eisdämonen mit dir. Eisdämonen. Danke. Ich kann dir die Djinne beschwören, wenn du möchtest. Wann kannst du Djinne beschwören? Weiß ich auch nicht. Eigentlich, ich dachte, du machst nur Geister und Meister. Ich Meister minderer Djinne. Geister. 2 Minuten vor der letzten Schlacht, wir lernen, was Abel mir und Voltax eigentlich können. Warte mal. Ploppen ganz viele Mindergeister. Erinnerst du dich, als wir in Wildermark dieses Hexendorf beschützt haben vor den Nekromanten? Nee, war ich nicht dabei. Widmanhus. Ja, Da war ich literally nicht dabei. Da habe ich einen Eis-Gin beschworen, um das zu machen. Deshalb habe ich eine Schneeflocke auf meinem Handrücken als
Ja, das Problem ist, es sind so viele Haare drauf, dass die weg können. Ich hoffe, das ist richtig. Auf die Eishöhle von hier, dem. Du bleibst rein. Gut, dann könntet ihr das gegen Spätreihe ansetzen, dass vorher dann die Piraten angreifen. Das ist zu vermuten, könnt ihr aber nicht wissen. Also setzen wir einfach den Seelenbesucher auf den 16., 17., 18. Alles gut. Okay, und mein Charakterbogen ist kaputt. Also heute war es insgesamt komisch. Erst wurde mir Zulamin gar nicht angezeigt und jetzt habe ich mich als Zulamin eingeloggt, aber es ist irgendwie alles leer. 52. Zulamin, Talente, Körper. Ich sehe alles normal. Es ist alles normal. Okay, dann gehe ich einmal raus. Ja, genau, mach einen Relog. Ich sehe alles ganz normal. Kampf, Reitersäbel, Raufenring, Ritualdolch, alle Talente sind da. Spezialisierung sind da, ist alles gut. Dann, Abelmir, ein Monat von Mitte Raya, von Mitte Ingrim nach Mitte Raya. Ja, ich würde auf jeden Fall nochmal meinen Zauberstab einsprechen, einen Zauber speichern, und zwar in Ecliptifactus, Variante Schattenarmee. Schattenarmee, genau. Was macht eine Schattenarmee? Ist wie ein Ecliptifactus, man kann zusätzlich noch zusätzliche Schatten beleben, sozusagen. Das eigentliche Problem daran ist, dass die Schatten halt mit deinen Werten kämpfen und als Magier ein Häftling bist. Aber Abelmir hat glücklicherweise ein paar Plättchen in die Hände genommen und sich aufgepumpt. Deswegen geht der Pumpmagier. Ja, der Muskelmagier. Also echt Zauberer. Wie viele hast du? Ich nehme zwei zusätzliche Schatten, also ich insgesamt drei Schatten hätte. Ja. Großartig. Hast du da gerade zugegeben auf dem allerletzten Meter, dass Abelmir doch ein fähiger Kampfmagier ist? Nein. Oh. Doch, das ist. Wäre Abelmir ein fähiger Kampfmagier, hätte er das vor 3 Jahren getan und nicht jetzt in den Stab gesprochen. Aber auf den allerletzten Metern hast du es. Denn Abelmir wird daran verrecken, denn jedes Mal, wenn der Schatten stirbt, verlierst du die Hälfte deiner. Nicht in der Schattenarmee-Variante. Es kann sein, dass die Schattenarmee-Variante irgendeine obskuromantische Extra-Variante ist, denn ich kenne die nicht hier. Also, ich weiß, wenn du als Schatten kämpfst, dann passiert das, aber das ist vielleicht eine andere Option dann, ja. Das kann sein, dass er Zauber aus Nibakantionis wurden irratiert und es gibt einen neuen Zauber, wo die Variante. Ah, der steht im Akademieband, oder? Ich auch nicht von welchem Stab sprechen. Hier steht in diesem. Dunkle Hallen oder so. Ja. Genau, Okkulte oder. Ja, einer von den drei. Ja, welche von den drei? Ich such dir jetzt nicht alle durch. Es gibt ja nur den einen. Schau in der Wiki. In einem der drei sind drei neue Zauber drin für Obscuromanten. Gut, den sprichst du in dein Artefakt. Ja. Stab. Gut. Aber später. Das ist eine +6-Probe für 2 Züge die Schatten. Sprungmaterialisierung Zauber dafür ist -4. Gibt eine +2. Einsprechend nochmal +2. Das wäre dann. Hat er gesagt, +2, +4 Erschwerung. Ja, aber mir kann auch schnell Formation kaufen, das ist eine gute Idee. Dass du mit Schattenmagier. Formation braucht leider nicht mit Säbeln. Ich wollte sagen, Formation braucht eine Waffe, die dafür geeignet ist. Dann noch ein Schnellschild. Schild und Schildkampf 2 kaufen. Ja, müsste ich später lernen und like Bock drauf jetzt. Du hast doch so viel AP noch. Ach nee, Moment, hast du gar nicht. Leider nicht. Nee, hat +4 gedacht, ne? Sekunde. 25.000 Abenteuerpunkte. Boltax. Ein Monat. Ja, lass mich gerade noch überlegen, die Modifikationen für den Guardianum. Also ich habe noch eine 40er Kammer in meinem Zauberstab. Ja. Da werde ich auf jeden Fall ein Guardianum reinmachen. Variante gegen Dämonen, selbstverständlich. Ja, ich muss nur gerade die Erschwernisse ausrechnen. Das kannst du sonst auch im Forum machen, wenn es nicht so weiter will. Genau. Also Zauber einspeichern. Richtig, ich mache zwei Zauber noch rein. Kleinen Guardianum, persönlicher Schild. Und ansonsten wird dein Liebesleben auch sehr aktiv. Genau, ja, das mit Sicherheit. Und ansonsten viel Joghurt essen. Ausgewürfelt. Ja, genau. So muss das sein. Zwergische Proteinshakes. Serpentilien. Ja, Entschuldigung. Ansonsten werde ich mich natürlich noch mal intensiver mit dem Hochzeitsgeschenk beschäftigen, das ich von unserem guten, nicht mehr an Bord Ansässigen erhalten habe, nämlich dem Splitter der Sonne von Glost. Ah, ja, okay, stimmt. Diamantas hatte dir das als Geschenk gegeben. Richtig, denn Boltax kommt als verkapptem Elementaristen natürlich die Idee, das Ding ist
hochgradig mit dem Element Feuer assoziiert. Wenn nicht das, was dann? Das heißt, das würde sich doch vermutlich in irgendeiner Art und Weise dafür nutzen lassen, im Kampf gegen Murudal zumindest die Oberhand zu gewinnen. Man weiß es nicht. Vor allem heißt es, dass die Hohlwelt Glost bzw. Tarun von, ja nicht nur von Ingrim, sondern von Angrosch gebaut worden ist. Ja, genau. Deshalb werde ich mich halt intensiv mit Meditation und diesem Splitterstück auseinandersetzen. Serpentilio. Tränkebrunnen, ja. Zaubersprechen, Dämonen beschwören. Artefakte erstellen, Dämonen beschwören. Der Junge hat gut zu tun. Außerdem zwischendrin große Meditation anschieben. Da würfeln wir kurz. Ich mache nur 3W20 und wir denken dann über Attribute nach. 19 schippen wir. Schicksalspunkt, wollte gerade sagen. Hey, die muss ich auch noch auswürfeln. 3, okay, dann müssen wir nicht nachschauen, denn ich habe nirgendwo unter 11, so ich habe volle Punkte über. Große Meditation damit für mehr Astralpunkte ist das, ne? Yes, damit bin ich dann auf... Hast du die 100 geknackt? Nee, nicht ganz. Ich könnte die 100 knacken, aber das ist mir nicht wert. Und zwar bin ich auf 95, 96 ASP. Oh, bitter. Ich könnte 4 nachkaufen, aber es würde irgendwie 400 AP kosten und noch fürs Prahlen mache ich es nicht. Boltag, Schicksalspunkt für die 17? Ja, mache ich. Sehr schön. Und Abelmir hat keine ASP, Abenteuerpunkte. Tja. Können wir meine Liturgie noch kurz durchgehen? Ja, klar. Okay, und zwar würde ich denke, zum Fest der Freuden würde Zulamin zumindest schauen, dass sie einen Raya-Tempel aufsucht. Wann ist das erste oder Fest der Freuden? Die ersten 7 Tage, also das ist okay. Nicht nur ein Tag. Ich glaube, Selim hatte keinen, Miamat hat keinen. Gibt's irgendwo? Al-Anfa. Ja, okay, Al-Anfa. Ist dann wahrscheinlich das nächstgeeignetste. Okay, gehen wir kurz die Liturgie durch. Ich spreche die Objektweihe auf Grad 3, stufe aber auf, dass es eben nicht nur die Rüstung sein kann, sondern auch die Säbel und der Opferdolch und. Und es soll eingebunden werden, eine Grad 1 Liturgie. Ich weiß nicht, ob das sehr sinnvoll ist, aber ich habe die Möglichkeit, und zwar einen Heilsegen. Dann, es ist keine Notlage. Die Rüstung hat nichts mit einem kirchlichen, göttlichen Auftrag zu tun. Es ist aber auch nicht eigensüchtig, magischer Zwang, Frevler, nein. Heiligtum der eigenen Gottheit ist eine... Minus 4? Moment. 3 oder so? Minus 3. 4 wäre was ganz Besonderes. Ein Heiligtum, ja, das ist nur ein Tempel. Genau. Zugedachter Monat, minus 1. Feiertag des Kultes, minus 3. Du trumpfst aber richtig auf hier, ne? Naja, wenn man schon mal hat, ja. Vor allem die Festtage. Gleich 7 Tage hintereinander. Und das Restliche trifft alles nicht zu. Wir sind bei Grad 4. Das ist eine plus 6. Und dann bleibt eine 1er Erleichterung. Dann Rafim. Ich habe tatsächlich relativ viel vor. Und zwar, ich habe ja vor, Port Zornbrecht in meine letzte Schlacht zu verwandeln. Dafür habe ich natürlich einige Pläne. Als allererstes fahre ich auch nach Al-Anfa. Und zwar, ich möchte alte, eingesessene Krieger ansprechen, die kurz vor ihrem Ableben sind. Oder auch sonst jeden, der bereit ist, in der nächsten Zeit an einem Alvarans-Kommando teilzunehmen. Dafür würde Dinger ich weg von meinem Waisenhaus. Ich würde alle nehmen. Auch die Waisenhaus. Ich würde aber klar machen, dass das eine Fahrt ohne Wiederkehr ist. Also ich würde einfach meine... Dukatengardisten, wie heißen die von Chor? Ich weiß gerade nicht. Du meinst der Schwarze. Schwarzer Bund von Chor, genau. Genau. Ja, also die haben einen am Teller. Also die ist richtig Banane. Ja, die sind richtig dumm. Ich dachte, der Schwarze Bund war noch die halbwegs okay. Nee. Hätte das immer wie in den Kampf, die durch Nein, sind. Der Schwarze Bund ist das billige Frontfutter. Schwarzer Bund von Chor ist irgendwie so Qualität, irgendwas zwischen 2 und 3. Die anderen bewachen nur die Dracheneierke. Ja, besser als die Kamotgarde. Ich würde dafür eine Überzeugenprobe würfeln und die vorher halt. Die Chorknaben schulden uns noch einen. Chorknaben sind aber in Xorlosch oder so. Ja, ruf sie jetzt an.